Wenn Sie jetzt sagen, Tunnel bauen, dann springt mir sofort dieses Modell ins Auge. Das vordere Teil einer Tunnelbohrmaschine, das ist die eigentliche Bohreinheit. Mhm. In London war das in dem Fall eine Maschine, die die Themse unterquert hat. Diese Konstruktion jetzt, mir als Laien, warum ist es so angeordnet? Also das ist in dem Fall so angeordnet, dass wir hier in einem bestimmten London Clay unterwegs sind und da geht es darum, dass man den sauber abbauen kann. Da gibt es verschiedene Thematiken dann, dass man in der Mitte zum Beispiel keine Verklebungen hat. Und dann designen wir sozusagen dieses Schneidrad, wo sich das hier abbaut, also die Zähne sehen, das schält den Erdgrund raus und hier diese Cutter-Discs, die wenn es dann Steine gibt oder so, diese zertrümmern oder verkleinern und dann kann das mit einem Fluid-System nach hinten abgetragen werden. Der Durchmesser von diesem Rohr? Das ist 7 Meter. 7 Meter Durchmesser. Ja, die größten Tunnelbohrmaschinen, die wir bisher gebaut haben, die sind fast 18 Meter, also Weltrekordhalter.